Ich kann ja mal hier versuchen, ein paar Minuten die Brücke zum Einsturz zu bringen, während wir warten, ob wir Koop kriegen. Sieht aber wahrscheinlich auch recht schlecht aus. Auch wenn all die Escape im Leuchtfeuermenü orange umrandet ist. Das heißt, mein Level ist gerade richtig für die Leute, die hier rumwuseln. Aber ich denke mal, es gibt genug Leute, die das Spiel spielen und den Drachen sowieso schon kennen und bei dem eh keine Hilfe brauchen. Ich habe ja die meisten Bosse, außer dem, bei denen es nötig war, eh ohne irgendwen geschafft. Aber wir können die Aussicht genießen, weil ich finde, das Gebiet hier hat eine eigentlich recht schöne Aussicht. Also diese Brücke hier. Da gibt es sogar da hinten Klippen, wo es runter geht. Da hinten sind noch mehr Säulen. Und der Ogre brummt. Das ist übrigens auch sehr nett, dass hier solche Sichelmondsensen hängen, an denen Fleisch rumhängt, um Drachen zu füttern. Da drüben übrigens auch eine. Das sind solche Sensen wie die dicken Untoten in den im Wald der Jäger und in der Irvine Pike benutzt haben. Ja, nicht im Irvine Pike, sondern im Erntetal, im Harvest Valley. Wobei ich mir jetzt nicht ganz sicher bin, ob es im Irvine Pike nicht auch noch welche gab, aber ich glaube nicht. Ja, Details, die einem einfach mal so auffallen, wenn man rumsteht und sich die schöne Gegend anguckt. Ja. Der Vogelkäfig hier sieht sowieso sehr ominös aus. Er ist halt nach oben hin offen. Aber halt voll mit Stacheln, also so leicht kommt der Drache wahrscheinlich, auch nicht rauskommen können. Und an dem Fleisch, mit dem Haken wurde er wahrscheinlich erst vor kurzem gefüttert, also kurz bevor wir ihn getötet haben. Da drüben hängt noch einer übrigens. Und da auch. Ja. Naja, aber so wie es aussieht, wird nichts mit uns beschwören. Das können wir dann später irgendwann mal an den Koop-Plätzen der DLCs probieren. Wenn wir selber uns mit den Gegnern dort auseinandergesetzt haben. Aber bevor wir halt in die DLCs gehen, ist mir wirklich eingefallen, dass uns noch etwas fehlt. Was ich vorher gerne noch abhaken würde. Naja gut, ich port mich jetzt mal wieder weg. So. Jetzt kommt gleich, dass das Rufsymbol verschwunden ist. Dann geht es jetzt erst einmal nach Majula. Nämlich den Eid auflösen. So, hallo Katze. It seems that we must now part. Abschied nehmen. Why now? I don't see how it should matter. Just because. Because I'm. Honorable ja. Sovereign. Do great things, if it please. Bitte unternimm Grandioses.
Honorable sovereign, take your throne and do great things, if it please. Ja. So, wir wollen den Eid widerrufen. Eid widerrufen, okay. So, mehr sagt uns Schalkwal leider nicht. So. Denn es gibt noch einen optionalen Singleplayer-Eid, der ganz interessant zu machen ist und ganz schön viele Nerven kostet. Dafür müssen wir in das unsere Schloss Dragonlick zuerst. Gut. Oh ja, da warst du ja. Okay, wir müssen erstmal den da loswerden. So. Schreihals. Und dann mit ihm hier reden. Vorsicht vor Beinen und dann Tränen. We meet again, young undead. Do you wish to be guided by dark? Ja, möchten wir. So, wir sind jetzt den Jüngern des Abgrundes beigetreten und haben das Siegel des Abgrunds. There you are. You are now a pilgrim of dark. Genau, den Pilgern des Dunkels. The dark chasm beckons you. Those drawn to the dark are destined to seek it. So, dann nehme ich mal wieder mein Schild zur Hand. Genau, wir sind jetzt Pilger der Finsternis und haben ein Finsterband gekriegt. Genau, das Siegel des Abgrundes. Dies ist der Ring des Eids der Pilger der Finsternis. Er erhöht die Angriffsstärke von Hexereien, verringert jedoch die Trefferpunkte. Was ist die Finsternis? Vielleicht wissen wir das bereits. Wir fürchten die Finsternis. Oh, doch finden wir in ihr Trost. Jene, die diesen Eid beitreten, können den dunklen Schlund, der im Verborgenen liegt, erkennen. Genau, und wir können jetzt in den Schlund reisen. Dunkler Schlund alter Tage und wir sind jetzt ein Dark Phantom. Also ein bläuliches, lilanes Phantom. Und wir müssen hier höllisch vorsichtig sein, dass wir nicht ins Wasser plumpsen. Hier, ja, hier. Drüber nachdenken, versucht Schwung. Ja, weil jetzt wird's richtig ekelhaft. Sage ich immer wieder. Aber hier kann es ekelhaft werden. Und ich hätte Pfeile kaufen sollen. Genau, da ist er nämlich. Erkennt ihr ihn schon? Hallo, Havel. Gut. Havel ist pisst. Ja. Und das passiert, wenn man nicht aufpasst. Gut, erstmal dran denken, wenn ich den Schlund hier abgeschlossen habe. Es gibt nämlich 3 Stück von der Sorte. Du bist mir egal, du folgst mir nämlich hier nicht rein. Und ja, der Schlund ist zu. Finally, you now, young un. Ja, wir müssen jetzt ein Menschenbild geben. Wir könnten sogar bei ihm welche kaufen, 3 Stück nämlich. The mouth to the dark chasm is not normally open.
If you seek the dark, young undead, you must offer a human effigy. Ja. Young undead, may the dark shine your way. Mhm. Und wir können wieder eintreten in den Schlund. Das hier sind übrigens die Überreste des Abyss. Also Artorias Abyss, wo wir gegen Menace und die Four Kings gekämpft haben. Beziehungsweise in erster Linie gegen Menace. Weil gegen die Four Kings haben wir ja in einer richtigen Leere gekämpft, die uns selber konsumiert hätte, hätten wir den richtigen Ring nicht dabei gehabt. So, jetzt erst einmal ihn hier. Wow, genau. Ich ziehe mich erstmal ein bisschen zurück. Au. Genau, er ist immer noch Havel der Rock. Und in diesem Zusammenhang ist er arg gefährlich. Au. Ja, etwas Concentration oder sterben. Ja. Abyss ist nicht ungefährlich. Und das Problem ist, jedes Mal, wenn wir da reingehen, brauchen wir ein Menschenbild. So. Und wieder rein. Ja, das hier ist übrigens der schwierigste von drei Abyss-Dungeons. Die anderen beiden sind nicht ganz so schwierig, aber trotzdem immer noch recht anspruchsvoll. Das ist nämlich auch der einzige, wo wir einem Havel begegnen. So. Wir können ihn ein bisschen beballern. Wow, und weg, und weg. Oh, er hat sich verkeilt. Uah. Wow. Und ja, er hat neue Tricks drauf. Genau wie den hier, zu trinken. Und sich wie wild im Kreis zu drehen. Und uns einfach mal umzunocken. Und ja, die Sterbegeräusche sind furchtbar. Wie viele Menschenbilder habe ich? Über 80. Ja, das reicht locker. Fein, ja. Jo, ich will ein Menschenbild abgeben und ich will den Schlund.
Young, may the dark